werde ich wahrscheinlich dann eher benutzen als den Plumbarum. Bei Gladys. Weil irgendwie vergesse ich immer, Gegner zu debuffen. So. Candidus. Hier zwar nur kurz, aber steigert halt. Gut ein paar Sachen. Ja, der Rondra-Tempel ist immer noch dicht. Benötigt ihr Hilfe? Nein, einen schönen Tag noch. Du bist auch nicht neu, soweit ich weiß. Seht euch nur in Ruhe um. Gut. Koma Otto, Werkbank. Also ja, der würde mir immer noch Hühner verkaufen für mein Anwesen. Was kosten die eigentlich nochmal? Oh, hallo. Guten Tag. Wollt ihr etwas kaufen? Schaut euch nur um. Den haben sie auch Neukür synchronisiert. Jedenfalls glaube ich nicht, dass er vorher so klang. Aber ja, doch sinnliche Tiere, sage ich euch. Man kann sie braten, kochen, grillen oder auch, wer es mag, roh essen. Wollt ihr einen Huhn kaufen? 5 Dukaten, es gehört euch. 5 Dukaten, einverstanden. Sehr wohl. Soll ich euch das Huhn einpacken oder wollt ihr es sofort essen? Nein, liefert es doch bitte an mein Anwesen am Preisplatz gegenüber des Tempels. Ich muss da auch gehen, auf bald. Wird gemacht, einen guten Appetit wünsche ich noch. Oh. Ja, kaufen wir noch eins. Und ja, es werden immer weniger Hühner. Oh. Ich meine, ich habe genug Dukaten gerade. Ich kaufe mal all seine Hühner. So, letztes Huhn. Das will er nicht verkaufen? Warte nochmal. Oh. Die Hühner dort sind zu verkaufen. Ja, dem ist immer noch so. Doch habt ihr bereits 4 Hühner gekauft, wenn ihr euch erinnert? Mehr darf ich euch aus Gründen der Tierfreundlichkeit nicht verkaufen. Außerdem verfügt über eine Bescheinigung, die erklärt, dass euch 25 Quadratschritt Boden für jedes zusätzliche Tier zu eurer Verfügung stehen. Wenn ihr sie einfach gegessen hättet, dann wäre die Lage eine andere. Essen, aber ich, solche Dokumente besitze ich nicht. Jedoch ist mein Anwesen sehr groß. Tut mir leid, ohne die entsprechende Bestätigung keine weiteren Hühner mehr. Immerhin handelt es sich hierbei um eine bedrohte Art. Ist ja auch kein Wunder, so gut wie sie schmecken. Okay. Dann war es das der Witz wert, die 20 Dukaten auszugeben. Hier sind auch nur Städter. Wahrscheinlich ins Zwergenviertel kommt man auch immer noch nicht. Das wäre hier beim Felsenbeißer. Das Zwergenviertel ist dicht. Hier kommt ihr nicht durch. Ich bin ein Freund vom König und Prinzen von Murolosch. Warum darf ich nicht rein? Gemeinheit. Hier wäre Zunderschwamm und noch ein Holzfass. Ach komm, nehmen wir das helle Pferdocker auch mal mit. Kippen uns das mal an die Binsen. Der Städter steht hier einfach nur so rum. Okay. Geht's um Armbrüste. Ja, habt ihr was zu verkaufen? Genau, Holzleim brauchen wir 10 Stück.
Das sind 2 Silber. Das können wir uns gerade noch so leisten. Ohne total arm zu werden. Ja, nur ein Scherz. Wiederzusehen. Gibt es schon etwas Neues von meinem Bruder Naok aus Angbar? Oh, leider nicht. Danke der Nachfrage. Okay. Ah, schön, euch wiederzusehen. Ja, ich habe die 30 Unzen Holzlamm, die ihr benötigt, hier nehmt. Wunderbar. Schon die Hälfte haben wir zusammen. Was meint ihr mit die Hälfte? Ich habe doch schon alles besorgt, was ihr für den Bau des Standes braucht. Ja, da habt ihr wohl recht. Aber der Stand muss ja noch zusammengebaut werden und dafür benötigen wir Handwerker. Das bedeutet, ich muss mich jetzt nach Handwerkern umsehen, nicht wahr? Das würdet ihr tun? 3 müssten genügen. Allerdings wollen Handwerker auch bezahlt werden. Ich denke, 15 Dukaten sollten dafür ausreichend sein. Ihr habt ja schon mal die 15 Dukaten. Ich werde da mal gehen und mich auf die Suche nach den Handwerkern machen. Oh Mann. Ja, finde 3 Handwerker. Oh, ach ja, und ein Händler in Not ist geschlossen. Das wäre erledigt. Ich habe 30 Unzen Holzleim besorgt. Es war kein Problem, Danko 50 Bretter Ulmenholz zu besorgen. Ich habe Danko alle notwendigen Materialien zum Aufbau des Standes besorgt. Nun sind alle benötigten Materialien vorrätig. Jetzt muss ich noch 3 Handwerker finden, die den Stand fertigstellen. Ich werde einfach Worwisch fragen. Der kennt sich im Pferdok gut aus. Warte, was jetzt? Worwisch oder Wirwosch? Wenn jemand weiß, wo ich Handwerker finden kann, dann ist das mein Verwalter Wirwosch. Ich sollte zu ihm gehen und ihn fragen. Aha. Wo wir da nur reingeraten sind. Ich meine von, wir haben Umbrakor gerettet zu, wir laufen Botendienste für einen Händlerstand. Naja, bevor ich Gebäude hier in Pferdok betrete, sollte ich eigentlich Quicksaves machen. Nicht, dass mir jetzt gleich das Spiel abschmiert. Aber gut, zum Glück in unser Anwesen. Eigentlich ist es nur der Hesinde-Tempel, der Probleme macht. Zu Diensten? Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich brauche einige Handwerker, die einem Händler auf dem Marktplatz helfen, seinen Stand aufzubauen. Ihr könnt mir bestimmt sagen, wo ich welche finden kann. Nun, da wäre zum einen Forolax, Sohn des Dorgasch. Seine Arbeit war bisher immer äußerst zufriedenstellend. Er genießt ein hohes Ansehen bei den Kapitänen im Hafenviertel. Sie lassen alle anfallenden Arbeiten nur von ihm erledigen. Mhm. Das klingt gut. Wo kann ich ihn finden? Sicherlich wird er an einem der Schiffe anzutreffen sein. Es gibt dort immer etwas zu tun. Aha. Da werde ich dort mein Glück versuchen. Könnt ihr mir noch weitere Handwerker empfehlen? Da fällt mir noch Meister Jakus Grobbinger ein. Seine Werkstatt befindet sich neben der des Schmiedes im Fuhrmannsheim. Ein ausgezeichneter Mann. Sehr gut, und bestimmt könnt ihr mir noch einen dritten nennen? Immer gern zu Diensten. Aber lasst mich überlegen. Ach ja, ihr könntet noch bei Ulfing Rübenfein nachfragen. Aber ich warne euch, er ist sehr wählerisch bei der Wahl seiner Kunden. Zurzeit erledigt er Arbeiten für das bevorstehende Fest am Hesindetempel. Aha, vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen. Nichts anderes hatte ich von euch erwartet. Okay, dann mal wieder raus. Das heißt, Fuhrmannsheim, Hafen, oder erst Hesindetempel, dann Fuhrmannsheim, dann Hafen. Halleluja.
Ja, wir können mal kurz nachlesen. Ich habe mit Wirwosch gesprochen. Er hat mir bei der Suche nach den Handwerkern helfen können. Geh zum Hafen. Wirwosch hat mir Vorolax, Sohn des Dorgasch, als Handwerker empfohlen. Er ist zurzeit irgendwo am Hafen bei den Schiffen beschäftigt. Ich werde Kapitän Debug fragen. Der weiß sicher, was im Hafen vor sich geht. Jakus Grobinger ist ein weiterer Handwerker, der mir von Wirwosch empfohlen wurde. Er hat seine Werkstatt im Fuhrmannsheim. Ulfing Rübenfein soll mit den Arbeiten im Hinsendetempel beschäftigt sein. Ich werde ihn dort aufsuchen. Und habt ihr was Neues? Ja, genau. Komm später nochmal. Nichts Neues. Okay. Das ist wie gesagt die neue Händlerin, wo wir Zeug kaufen können, wenn wir es brauchen. Oh, da hinten ist eine Kiste, die wir noch nicht zerdeppert haben. Also die großen Kisten, die zerdepper ich gerne, weil da ist Handwerksmaterial oder Holz drin. Was habe ich gesagt? Holz. Ja, hier ist Rübenfein. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch behilflich sein? Seid ihr Ulfing Rübenfein? Ja, der bin ich. Höchst selbst. Ich bin auf der Suche nach guten Handwerkern und ihr wurdet mir wärmstens empfohlen. Es geht um den Aufbau eines neuen Handelsstandes auf dem Marktplatz in der Grafenstadt. Das freut mich zu hören. Qualität spricht sich eben herum. Leider habe ich momentan keine Zeit, um Aufträge anzunehmen, da ich aufgrund wichtiger Umstände nach Avestreu reisen muss. Überreden Breno hier oder betören Gladys? Als guter Geschäftsmann lasst ihr euch doch bestimmt keinen lukrativen Auftrag entgehen. Ihr könnt doch vielleicht jemand anderen an eurer Stelle schicken. Könnt ihr nicht eure Reise etwas aufschieben? Ich bitte euch, fasst euch ein Herz und lasst mich nicht im Stich. Na, lassen wir Gladys mal ihren Spaß haben. Würde euch wirklich gerne zu Diensten sein, werte Dame. Aber aufschieben lässt sich diese Reise leider nicht. Aber wenn ihr an meiner Stadt die Reise übernehmt, würde es sich sicher regeln lassen. Aber gerne doch. Worum geht es denn dabei? Das ist ganz einfach. Ihr müsstet nur ein Paket bei meiner Großmutter Oma Rübenfein in Avestreu abholen. Sie wird zwar etwas enttäuscht sein, ihren Lieblingsenkel nicht zu sehen, aber es sicherlich verstehen. Gut, da sind wir uns einig. Ich hole für euch das Paket und ihr helft dem Händler Danko bei seinem Stand. Ja, Avestreu ist jetzt wieder zugänglich. Hey, wir können nach Avestreu reisen. Ich habe mit Ulfing Rübenfein gesprochen. Ein Paket für Ulfing. Ich habe Ulfing Rübenfein versprochen, für ihn nach Avestreu zu reisen und dort ein Paket für ihn bei seiner Großmutter Oma Rübenfein abzuholen. Reise nach Avestreu. Ich sollte mich auf den Weg nach Avestreu machen und Oma Rübenfein aufsuchen. Mhm. Das machen wir aber erst, wenn wir mit den anderen beiden noch besprochen haben. Das heißt jetzt erstmal wieder nach Fuhrmannsheim und dann gucken wir uns noch im Hafen um. Ob es da neue Questgeber oder so gibt. Habe ich irgendwas, was ich verkaufen wollen würde? Ja. Nee. Und ja, man merkt, Quendala ist ziemlich gut beladen. Das Ding wiegt nichts. Das Ding wiegt auch nichts. Aber trotzdem, ach nee, Behinderung. Gewicht 1. Okay. Gewicht 0,3. Sind wahrscheinlich hauptsächlich wieder die Pfeile. Lass das mal vorgehen machen. Ja. Alles klar. Ei. Wobei das Ding wahrscheinlich auch gut was wiegt, oder? Ja, 4. Hm. Das Ulmenholz, was sie jetzt mit sich rumträgt. Okay, das wiegt nur 0,6. Die wiegen viel, die Blutekel. Und ja, der Gulmon-Tee, den können wir verkaufen. Der wiegt 16.
Ja, verkaufen wir mal den Gulmund-Tee. Weil das kriegen wir auch, was der Gulmund-Tee heilen kann, kriegen wir auch mit dem Clarum Purum hin.